Willkommen in Coburg. 2021 ist das Jahr, in dem sich zum 1700. Mal jüdisches Leben in Deutschland jährt. Und dieses Jahr wird begangen mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zur Erinnerung an die jüdische Kultur in Deutschland. Wir laden Sie ein zu einer Stadtführung durch Coburg, einen filmischen Spaziergang zu authentischen Orten jüdischen Lebens, jüdischer Kultur hier in der Stadt als unser Beitrag zu diesem Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die jüdische Kultur hier in Coburg spannt sich vom Spätmittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert und wie vielerorts auch wurde sie uns geraubt durch die Diktatur der Nationalsozialisten. Allerdings geht es jetzt in dieser Führung nicht um den Nationalsozialismus, sondern eben um die Jahrhunderte gemeinsamen Lebens. Wir sind ein Arbeitskreis, lebendige Erinnerungskultur in Coburg. Wir organisieren in den Jahren normalerweise das Gedenken an die reichsweite Pogromnacht 1938 und an die Deportationen und den folgenden Mord der jüdischen Mitbürger hier aus Coburg in den Jahren 1941 und 42. Darum geht es diesmal nicht, sondern es geht, wie gesagt, um die Jahrhunderte gemeinsamen Lebens hier in Coburg. Viel Spaß bei dem Spaziergang hier durch die Stadt. Wir biegen jetzt hier ein in die Judengasse, stehen jetzt vor dem Judentor. Durch das Judentor hindurch gelangen wir in die untere Judengasse, von der unteren Judengasse über die Judenbrücke zum Judenberg. Selbst jemand, der nicht weiß, dass in Coburg im Mittelalter Juden wohnten, der kann daraus erkennen, hier war eine jüdische Gemeinde. Also man sieht es allein an den vielen Ortsnamen hier in dieser Gegend. Also die Anwesenheit von Juden in Coburg, einzelne Bürger, ist erstmal belegt, sogar schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Das erste Dokument, das eine Gemeinde bestätigt, ist von 1301 eine Verpflichtung des Würzburger Bischofs an die Coburger Juden. Das heißt, es waren also schon mehr gewesen. Dieses Viertel, in dem die Juden in Coburg lebten, war nicht unbedingt das Feinste. Um die Ecke befand sich das Haus der Schönfrauen. Ich brauche nicht zu erklären, um welche Einrichtung es sich hier handelte. Allerdings war es innerhalb der Stadtmauern. Also sie lebten innerhalb der Stadtmauern, waren damit auch geschützt. Sie waren nicht volle Bürger wie die anderen Christen, aber immerhin sie hatten gewisse Rechte, das ist wichtig. Und eben auch die Möglichkeit, nun hier auch präsent zu sein mit ihrer eigenen Kultur, zum Beispiel hier neben dem Judentor. Leider sind keine baulichen Überreste mehr da, vermuten wir die ehemalige Synagoge. Und im Jahre 1413 wurde ihnen erlaubt, und das zeigt ja auch, dass es eine größere Gemeinde war, die Anlage eines Friedhofs hier außerhalb der Mauern in der Verlängerung der Judengasse. Einen ganz entscheidenden Rückschlag erfuhr das jüdische Leben in Deutschland durch die Pestjahre 1348-49. Man schob den Juden die Schuld in die Schuhe. Es kam zu Pogromen überall in Deutschland, auch in Franken, in Nürnberg, in Bamberg, in Würzburg. In Coburg gibt es nach neueren Forschungen auch Hinweise darauf, dass es zu Verfolgungen kam. Die genauen Umstände, die kennt man nicht. Jedenfalls bedeutete das einen gewaltigen Bevölkerungsschwund zunächst, dass anschließend die Landesherrschaft wieder besonders bemüht war, die Juden in Coburg wieder anzusiedeln, durch sogenannte Schutzbriefe. Und ich kann ja mal, dass man weiß, um was es hier geht, eine kurze Passage aus so einem Schutzbrief vorlesen. Dass wir alle unser Juden
Judinnen und ihre Kinder und all ihr Gesinde schützen und schirmen und verteidigen wollen? Dass den Juden gleich Recht nach ihrem jüdischen Rechte geschehe als den Christen. Die durch diese Schutzbriefe gegebene Rechtssicherheit war jetzt auch die Grundlage für eine großartige Blüte der Coburger Gemeinde etwa um diese Zeit um 1400. Und ein herausragendes Zeugnis dieser Blüte ist der sogenannte Coburger Pentateuch. Um was handelt es sich? Es ist eine reich bebilderte Handschrift in Hebräisch, etwa 500 Seiten. Pentateuch bedeutet, es sind die fünf Bücher Mose, es sind noch einige kleine grammatische Abhandlungen mit dabei. Es ist insofern wichtig, als dieses Pentateuch auch eine Schulszene zeigt. Und Schule bedeutet, dass ein gewisser Wohlstand eben der jüdischen Bevölkerung herrschte, die sich eine Schule leisten konnten. Also diese Blüte war eben leider nur von sehr kurzer Dauer. Mit der Aufhebung des Zinsverbotes am Anfang des 15. Jahrhunderts war man daran interessiert. Christen konnten nun auch selbst Geld verleihen, die Juden wieder aus der Stadt herauszubekommen. Und es begann jetzt wirklich eine Zeit der Verfolgungen, der Diskriminierung. Ein Beispiel eben dafür, 1422, der Würzburger Bischof weist die Coburger Stadtbehörde, also den Bürgermeister und auch die Beamten an, große Distanz zu den Juden zu halten, unter Androhung des Ausschlusses aus der Kirche. Also das war schon heftig. Keinen Kontakt mehr zu diesen Judaeis perfidis zu haben, das brauche ich nicht weiter zu erklären. Und gleichzeitig mit der Auflage, ihnen als Zeichen einen roten Fleck auf das Gewand zu heften. Also diese Kennzeichnung der Juden, wie wir es so schrecklich kennen aus der Zeit des Nationalsozialismus, ist hier nicht Neues. Damit war mit diesen Diskriminierungen die Geschäftsgrundlage verloren. Die Juden verließen die Stadt. Das letzte Begräbnis eines jüdischen Bürgers in dieser Zeit im Jahre 1466. Anschließend lebten nur noch sporadisch Juden in Coburg, meist waren es auch Konvertiten. Wo sich jüdisches Leben noch hielt, das war auf dem Lande. Und es dauerte bis ins 19. Jahrhundert, bis eben Juden wieder nach Coburg zurückkamen. Wir stehen hier an dem Friedhof der Familie Simon an der Rodacher Straße, Ecke Spittelleite. Ein Privatfriedhof für die Familienmitglieder einer einzigen Familie ist etwas ganz Ungewöhnliches, nicht nur in jüdischen Gemeinden. Und es gibt auch keinen zweiten in ganz Franken. Lange vor der Gründung der neuen jüdischen Gemeinde im Jahr 1873 siedelte sich schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Brüderpaar in Coburg an, um hier Handels- und Bankgeschäfte zu betreiben. Es handelte sich dabei um Josef und Salomon Simon, die Söhne des Hoffaktors Simon Levi Simon aus Hildburghausen. Ein Hoffaktor hatte die Aufgabe, an einem herrschaftlichen Hof unter anderem für die Beschaffung von Geldmitteln und Luxusgütern zu sorgen. Weil es sich dabei häufig um geschäftstüchtige Juden handelte, wurden sie auch Hofjuden genannt. Dieser Simon Levi Simon stand in Diensten des Herzogs von Hildburghausen und galt als äußerst angesehener Mann mit bedeutendem Einfluss am Hof. Im Jahr 1806 erhielten die Brüder Simon vom damaligen Coburger Herzog Franz Friedrich Anton, wenn auch gegen die Stimmen des Stadtrats, die Erlaubnis zur Niederlassung in der Stadt und zur Ausübung ihrer Handelsgeschäfte. Gegen eine jährlich zu zahlende Gebühr, versteht sich. Die beiden Simons mieteten zunächst das Haus Herrengasse 4 als Wohn- und Geschäftshaus, heute bekannt als Touristinformation. Später kauften sie es und richteten darin unter anderem ihren Betsaal ein. Josef und Salomon Simon stammten bereits aus einer vielköpfigen Familie. Sie hatten mindestens 13 weitere Geschwister. Ihre eigenen Familien in Coburg wuchsen ebenfalls sehr schnell. Und da ihre Handelsgeschäfte äußerst erfolgreich waren, vermehrte sich auch der Bestand an Haus- und Grundbesitz in einem erstaunlichen Tempo. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte besaßen die Mitglieder der Familie Simon dann mindestens 16 Häuser. Darunter so bekannte wie Spitalgasse 12, ehemals WK, Rosengasse 8, Bäckerei Pfeiler,
Ketschendorfer Straße 2, heute Villa Victoria, oder Kasimirstraße 11, der Lichtenstein-Turm. Als Josef Simon 1851 starb, wurde er als erster auf diesem Privatfriedhof der Familie weit außerhalb der Stadt beerdigt. Als rund 25 Jahre später der Friedhof für die neu gegründete jüdische Gemeinde auf dem Glockenberg entstand, behielt die Familie Simon ihren eigenen Friedhof und nutzte ihn weiterhin, stellte ihn aber nicht der Allgemeinheit zur Verfügung. Man blieb unter sich, auch im Tode. 1902 fanden hier die letzten beiden der insgesamt 17 Beerdigungen statt. Etwa 10 Jahre später verließen die Simons Coburg, nachdem sich ihre Geschäfte immer schlechter entwickelten und sie einige Konkurse zu verkraften hatten. Heute stehen nur noch 6 Grabsteine, darunter der älteste von Josef Simon. Außerhalb des Zaunes, aber zum Friedhof gehörend, steht die Grabsäule von Martha Oblatt, geborene Simon. Sie ist besonders aufwendig gestaltet und reich verziert. Das ursprüngliche Areal mit einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern ist deutlich verkleinert worden. Auch die Ummauerung verschwand und wurde durch einen Zaun ersetzt. Der Friedhof der Familie Simon gilt als geschütztes Baudenkmal und ist durchaus einen Besuch wert. Denn welche Stadt hat schon einen jüdischen Privatfriedhof zu bieten? Wir machen einen Abstecher zum Eckartsberg und seinem berühmten jüdischen Besitzer. Für uns ist der Eckartsberg heute ein schönes Ziel für einen Spaziergang mit einem wunderbaren Rundblick über das Coburger Land. Wäre der Eckartsturm geöffnet, wäre der Blick von seiner Plattform sogar noch viel besser. Es existiert ein Foto aus dem Jahr 1857. Da gab es noch keinen Turm und der Eckartsberg bestand aus Feldern, Äckern und, man mag es kaum glauben, aus einem Weinanbaugebiet. Dieses war jedoch nicht sehr ertragreich und der Wein nur wenig schmackhaft. Man sprach daher vom Eckartsberger Säuerling. Kaum jemand weiß, dass der Eckartsberg vor ziemlich genau 150 Jahren und dann für knapp 50 weitere Jahre im Besitz von Israel Beer Josaphat war, dem Sohn eines Rabbiners aus Kassel. Zu dieser Zeit nannte sich der äußerst erfolgreiche Geschäftsmann allerdings schon Paul Julius Reuter. Seinen Namen kennt man noch heute. Und seine damalige Ein-Mann-Agentur hatte vor einigen Jahren einen Börsenwert von 13 Milliarden Euro. Gemeint ist die Nachrichtenagentur Reuters. Dieser Paul Julius Reuter hatte sein Imperium begonnen, indem er auf der Strecke von Paris nach Berlin die Telegrafenlücke zwischen Brüssel und Aachen mittels Brieftauben schloss. Für diese Strecke benötigten Postkutschen oder Eisenbahnen rund 6 Stunden. Während es seine Brieftauben in 2 Stunden schafften, die neuesten Börsenmeldungen oder politischen Nachrichten zu transportieren. Für Reuter war dieser Zeitvorsprung buchstäblich Geld wert, denn er verkaufte diese Informationen an Banken und Zeitungen. Sein Erfolg führte ihn nach London, wo er seine Agentur neben dem Telegrafenamt und der Bank of England einrichtete und so am Pulsschlag der Zeit war. Inzwischen hatte er die Brieftauben in den Ruhestand geschickt und nutzte stattdessen das Unterwasserkabel zwischen England und dem Kontinent. Um die Nachrichten aus den USA, die über den Seeweg transportiert wurden, noch schneller zu erhalten, ließ er von der Westküste von Irland und Wales ein eigenes Telegrafennetz einrichten. Somit verschaffte er sich wiederum einen Zeitvorsprung von mehreren Stunden. Lange vor allen anderen Agenturen konnte er beispielsweise die Nachricht von der Ermordung Abraham Lincolns vermelden. Nach und nach kam er in Geschäftskontakt mit den Rothschilds und der London Times. Paul Julius Reuters Erfolg in England blieb Prinz Albert und Queen Victoria nicht verborgen. Er wurde den hohen Herrschaften vorgestellt. Und so kam vermutlich die Verbindung zu Alberts Bruder, Herzog Ernst II. Von Sachsen, Coburg und Gotha zustande, der Paul Julius Reuter in den Adelsstand erhob und ihn zum Freiherrn ernannte. Bedingung dafür war jedoch persönlicher Grundbesitz im Herzogtum, nämlich der damals noch unbebaute Eckartsberg, erkauft von Ernst II. Höchst selbst. Darüber hinaus dürfte auch noch ein weiterer, nicht unerheblicher Geldbetrag in die herzogliche Schatulle geflossen sein, doch darüber schweigen sich die Dokumente aus. Herzog Ernst II. War übrigens generell nicht abgeneigt, bei entsprechendem Entgegenkommen des Ansuchenden die eine oder andere Nobilitierung auszusprechen.
Dies trug ihm den Namen Ernst der Adler ein, aber das nur am Rande. Kaum hatte Ernst II. Den Grundbesitz am Eckartsturm verkauft, keimte in ihm ein alter Plan auf, eben dort einen Turm zu errichten. Pläne dieser Art hatte es schon unter seinem Vater Ernst I. gegeben. Auch ein Mausoleum, eine Kapelle oder gar eine moderne Ruine waren zeitweise im Gespräch, jedoch mangels finanzieller Möglichkeiten immer wieder verworfen worden. Ernst II. Kaufte von Paul Julius Reuter eine Fläche an der vorderen Spitze des Geländes zurück, ließ darauf den uns allen bekannten Eckartsturm errichten und stellte fest, dass er gar keinen Zugang zum Turm hatte. Daraufhin wurde auch noch ein Wegerecht zwischen dem Freiherrn von Reuter und Herzog Ernst II. Vereinbart und alle waren glücklich. Der Eckartsberg blieb im Besitz der Familie Reuter, die weiterhin in London lebte. Im Ersten Weltkrieg wurden sie als naturalisierte Engländer, also als feindliche Ausländer, eingestuft und enteignet. Der Turm selbst war von Herzog Ernst II. Über Herzog Alfred an Herzog Karl Eduard weitervererbt worden, der ihn nach Kriegsende an die Stadt Coburg übertrug. Für die Übergabe wurde der Wert geschätzt und der Stadt Coburg eine Gerichtsgebühr von 114,50 Mark in Rechnung gestellt. Verwendungszweck: ein Eckartsturm. Wir befinden uns hier am Schloss Ketschendorf, das 1868-69 erbaut wurde, im Auftrag der Baronin von Ketschendorf alias der Opernsängerin Rosine Stolz vom Coburger Baurat Georg Konrad Rotbart. Das Schloss ist eine neugotische Anlage im Coburger Land und erinnert mit seinen Ecktürmen und Zinnen an mittelalterliche Burgen und Schlösseranlagen. In den ersten zwei Jahrzehnten des Schlosses wechselten oft die Besitzer, bis 1891 der jüdische Freiherr von Meyer das Schloss und die Parkanlage als Familiensitz kaufte. Im Giebel des Schlosses findet man das Wappen der Familie von Meyer. Unter dem Wappen steht Fortes Fortuna Adjuval, frei übersetzt: Das Glück ist mit den Mutigen. Dieser Wahlspruch passt gut zur aufstrebenden Entwicklung der von Meyers in Coburg im 19. Jahrhundert. Denn die Brüder Jakob und Adolf Meyer kamen im Jahre 1857 als mittellose Handelsjuden nach Coburg und vertrieben Getreidesamen. Binnen kurzer Zeit entwickelte sich das Geschäft mit Getreide enorm. Des Weiteren betätigten sie sich als Makler. Sie besaßen schließlich mehrere Wohn- und Geschäftshäuser in der Coburger Innenstadt, insbesondere in der Judengasse. Das Geschäft blühte immer mehr auf, sodass sie bald weitere Niederlassungen öffnen konnten in Teschen, in Schweinfurt und in Frankfurt am Main. Jakob Meyer blieb in Coburg und Adolf Meyer zog nach Frankfurt, um von dort aus die Geschäfte abzuwickeln. So entwickelte sich die Getreidegroßhandlung zu einem der bedeutendsten Coburger Unternehmen im Ausgang des 19. Jahrhunderts. Die guten Geschäfte, aber auch die regelmäßigen großen Spenden an Stadt und Unternehmen in Coburg verhalfen Jakob zu sehr guten, gar freundschaftlichen Beziehungen zum Coburger Herzogshaus. Er erhielt im Jahre 1884 das Ritterkreuz erster Klasse des Ernestinischen Hausordens und bekam den Titel Geheimer Kommerzienrat. Wenig später erfolgte auf seinen Bitten hin die Erhebung in den erblichen Freiherrenstand durch Herzog Ernst II. Für beide Brüder. Sie hießen von da an von Meyer. Hier kommt nun das Ketschendorfer Schloss wieder ins Spiel, denn es wurde 1891 für Jakobs Sohn, den Freiherrn Siegwart von Meyer, gekauft, mit allem dazugehörigen Besitz. Dieser verheiratete sich nach Wien und wohnte fortan hauptsächlich dort. In den Sommermonaten besuchten sie aber gerne Ketschendorf und zeigten sich sehr spendenfreudig, sodass der Freiherr 1903 zum Ehrenbürger der Gemeinde Ketschendorf ernannt wurde. Siegwart von Meyer änderte seinen Namen später in von Meyer Ketschendorf und noch später verkürzt in Freiherr von Ketschendorf.
Der Vater, Jakob von Meyer, starb 1901 in Coburg im Alter von 68 Jahren. Seine Grabstätte befindet sich auf dem jüdischen Friedhof, der in einem späteren Beitrag noch gezeigt werden wird. Die beiden hinterbliebenen Söhne, Siegwart und Hugo, hatten kein Interesse daran, die Geschäfte des Vaters weiter zu führen und verkauften einen Großteil. Im Jahre 1940 wurde das Ketschendorfer Schloss, mittlerweile in den Händen des Sohnes Egon von Ketschendorf, wegen einer angeblich rückständigen Reichsfluchtsteuer zwangsveräußert. Nach dem Krieg erhielt die Familie von Meyer das Schloss im Rahmen der Wiedergutmachung zurück und sie verkauften das Schloss 1955 wiederum an die Stadt Coburg. Heute dient das Schloss als Tagungsstätte einer Coburger Firma. Dieses Beispiel zeigt uns eindrücklich, dass man es auch schon im 19. Jahrhundert vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen konnte. Das Glück ist eben doch mit den Mutigen. Ein bedeutender Ort jüdischen Lebens ist die Nikolauskapelle, vor der wir jetzt stehen. Man sieht es noch an dem Medaillon über der Tür. Ursprünglich waren die Buchstaben im 20. Jahrhundert entfernt worden, jetzt wieder sichtbar gemacht. Se Hashea le Adonai, die hebräische Inschrift zu Deutsch, das ist das Tor zu Gott. Ein Vers aus dem 118. Psalm zeigt, dass dieses Gebäude einmal Synagoge gewesen ist. 1929 hat der Prediger der jüdischen Gemeinde Hermann Hirsch Folgendes gesagt zu dieser Kapelle. Es dürfte wohl in Deutschland kein zweites Beispiel zu finden sein, dass eine städtische Kirche als Synagoge dient. In der Kirche St. Nikolaus haben drei Glaubensgemeinschaften das gemeinsame Wort ihrer Bekenntnisse gepredigt. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns alle geschaffen? Hermann Hirsch ist recht zu geben. Es gibt keinen Ort, der in Sachen Multikonfessionalität so aufgestellt ist wie die Nikolauskapelle. Im späten 14. Jahrhundert entstand hier ein Siechhaus weit vor der Stadt. Anfang des 15. Jahrhunderts eben diese Kapelle, römisch-katholisch seinerzeit noch. Nach der Reformation diente sie als Friedhofskapelle, bevor Anfang des 19. Jahrhunderts eine winzige neue katholische, römisch-katholische Gemeinde hier eingezogen ist. 1873 wurde sie Synagoge der jüdischen Gemeinde bis 1932. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog hier zunächst eine freikirchliche Gemeinde ein und seit 1962 hat die altkatholische Gemeinde Coburgs hier ihre Kirche. Die während der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Coburg eingewanderten Juden mussten sich zunächst als israelitische Religionsgemeinschaft gründen, als eine juristische Person, bevor sie von der Stadt den Friedhof am Glockenberg und hier diese Kapelle 1873 als Synagoge zur Verfügung gestellt bekommen haben. Am Neujahrstag 1873, Rosh Hashanah, wurde hier die Synagoge geweiht und die jüdische Gemeinde ist drastisch gewachsen, bis auf etwa 300 Mitglieder im Zeitraum rund um 1925. Damit möglichst viele Gemeindemitglieder während der Gottesdienste hier Platz finden konnten, wurde um 1910 die Frauenempore gebaut, von der ich gerade runtergekommen bin. Der Vorbau vor der Kapelle wurde angebaut und in der Kapelle wurde jeder Quadratmeter mit Sitzbänken belegt, um eben für möglichst viele Gemeindemitglieder Platz zu schaffen. Etwas ganz Besonderes in dieser Synagoge war der Toraschrein.
Dafür müssen wir einen Schritt zurück machen. 1806 ist hier eine kleine katholische Gemeinde eingezogen, die aus einer säkularisierten Klosterkirche in Bamberg diesen Altar, einen Altar mit dem Bild Mariä Verkündigung, mitgebracht hat. Als die katholische Gemeinde 1861 ihre neue Kirche St. Augustin näher an der Stadt bezogen hat, hat sie den Altar stehen lassen. 1873 kam die jüdische Gemeinde hier in die Nikolauskapelle und hat ihre Synagoge eingerichtet. Die jüdische Gemeinde hat den Altar übernommen. Er wird die christlichen Bestandteile, Dreifaltigkeit, das Altarbild und das Kreuz wurden ausgebaut, der Korpus schwarz gestrichen und ein Toraschrein eingebaut. Besser als mit dieser Konversion dieses Altars ist auch auf symbolischer Ebene nicht zu bestätigen, was der Prediger, den ich eingangs zitiert hatte, von der Gemeinsamkeit des einen Gottes geschrieben hatte. Über 300 Jüdinnen und Juden lebten Anfang des 20. Jahrhunderts hier in Coburg. Welche Bedeutung hatte nun dieser Ort für sie? Hier in der Synagoge traf man sich zu Versammlungen der Gemeinde, zu Gottesdiensten und zum Gebet, vor allem am Schabbat. Gebetet und gesungen wurde und wird bis auf den heutigen Tag in Hebräisch. Jüdisches Leben hat damals wie auch heute einen zentralen Ankerpunkt. Das ist der Schabbat. Er ist im Grunde der höchste Feiertag. Nach biblischer Überlieferung ist er die Krone der Schöpfung und Zeichen der Freiheit. Dass wir nach 6 Arbeitstagen einen Ruhetag haben, das hat seine Wurzeln im Judentum. Büroarbeiten, Geschäftskonferenzen, Einkaufen, Besorgungen machen, Hausarbeiten, das alles ruht am Schabbat. Von Freitagabend bis Samstagabend ist die Arbeit tabu. Wie gut das tut. Einfach mal einen Tag ausatmen und sich erholen. Ja, was macht man dann am Schabbat, wenn man nicht arbeiten darf? Natürlich ausruhen, man hat Zeit für die Familie. Eine Reihe von Schabbatbräuchen haben sich herausgebildet. Den Schabbat beginnt man mit dem Anzünden der beiden Schabbatkerzen. Sie erinnern an das 4. Gebot, wo es heißt, gedenke des Schabbattages und hüte den Schabbat, ihn zu heiligen. In der Synagoge begrüßt man den Schabbat mit Gebeten und Gesängen wie eine Braut. Mittel- und Höhepunkt der Schabbatfeier ist die Aushebung der Tora, die 5 Bücher Mose, aus dem Toraschrein. Die Torarolle wird feierlich herausgeholt und auf die Bima gelegt, dem Lesepult, wo dann daraus rezitiert wird. Eine Quintessenz der Tora war hier in der ehemaligen Synagoge den Synagogenbesuchern immer vor Augen. Denn über dem Toraschrein waren die 2 Tafeln des Bundes angebracht. Die Anfänge der 10 Gebote sind hier in Hebräisch zu lesen gewesen. Und darüber der Schriftzug Da Lifne Mi Ata Omed. Zu Deutsch, wisse, vor wem du stehst.
Die Menschen, die hierher zum Synagogengottesdienst kamen, wussten sich eingebunden in den Bund Gottes und in die Gemeinschaft mit ihm. Das gab ihnen Stärke und Kraft, wieder neu in den Alltag hinauszugehen. Natürlich gehört zu jüdischem Leben und zu jedem Fest Essen und Trinken in Gemeinschaft. Deshalb endet der Schabbat-Gottesdienst mit dem Kiddusch, dem Segen über Brot und Wein. Beides wird untereinander ausgeteilt. Man freut sich aneinander, an dem Leben und an der Gemeinschaft. Ich stehe hier am Albertsplatz. Ein Platz, der mitnichten heute darauf hinweist, dass hier Viehmärkte stattgefunden haben bis ins frühe 20. Jahrhundert. Viehmärkte hier genauso wie in der unteren Ketchengasse, dem heute noch sogenannten Säumarkt. Die Verbindung hinter mir, die Kuhgasse, ist die einzige sichtbare Erinnerung an diese landwirtschaftliche Prägung dieses Viertels. Der Albertsplatz hat eine kuriose Geschichte, die man ihm heute überhaupt nicht mehr ansieht. Eine Geschichte, die mit Viehmärkten zusammenhängt und die Ihnen den Eindruck erwecken könnte, Coburg wäre ein Kaff. Aber das hoffen wir natürlich nicht, dass Sie meinen, Coburg ist ein Kaff. 1861 wurde der Albertsplatz als hochmoderner Platz für die damalige Zeit angelegt, gleich mit der Planung, das Denkmal für den im selben Jahr verstorbenen Coburger Prinzen und englischen Prince Consort auf diesem Platz aufzustellen. Wenige Jahre später war seine Witwe, Queen Victoria, in Coburg, um den Standort auszuwählen. Dummerweise hatte zwei Wochen vor dem Besuch von Queen Victoria auf dem Albertsplatz ein Viehmarkt stattgefunden. Er sah noch entsprechend aus und auch die entsprechende Duftnote verfestigte sich in der Nase der Königin. Und damit war der Albertsplatz als Denkmalstandort durchgefallen. Der Albert kam auf den Marktplatz und damit hängt dann letztlich auch zusammen, dass in Coburg die Plätze nie so heißen wie die Herrschaften, die dort aufgestellt sind. Die jüdischen Viehhändler waren hervorragend vernetzt mit ihren ländlichen Kollegen und den Bauern. Das waren jahrhundertealte vertrauensvolle Beziehungen. Und der Erfolg dieser Märkte hing natürlich damit zusammen, dass die Bauern ihr Vieh und die Viehhändler ihr Moos mitgebracht haben. Ohne beides wäre kein Reibach möglich gewesen für alle Beteiligten. Die Märkte waren zugleich Informationsbörsen hier innerhalb dieser jüdischen Community. Man traf die Verwandtschaft, man konnte nach Herzenslust über die Mischpoke shakern oder auch Tacheles reden. Ganz besonders natürlich beim koscheren Essen, gleich hier in der Nachbarschaft bei dem jüdischen Prediger Simon Oppenheim, der bis 1894, als Moritz Sander mit seiner Frau hier in der Ketchengasse ein jüdisches Restaurant eröffnet haben, die strenggläubigen jüdischen Viehhändler hier mit koscherem Essen bewirtet hat.
Zum verlorenen jüdischen Alltagsleben in Deutschland zählt auch die jüdische Esskultur. In Städten wie Coburg finden sich heute oftmals kaum mehr jüdische Gaststätten, Restaurants oder auch Hotels, die noch im 19. Jahrhundert ganz selbstverständlich ein Teil des öffentlichen Lebens waren. Sie waren nicht nur beim orthodoxen Judentum, sondern auch weit darüber hinaus beliebte Ausflugsziele und Lokalitäten. In Coburg befand sich hier in der Badergasse 7 das Hotelrestaurant Sander. Der jüdische Hotelier Moritz Sander erwarb das Anwesen Ende des 19. Jahrhunderts und ließ es in den folgenden Jahren zu einem Hotel und Restaurant umbauen. In der Zeitung Der Israelit, dem Zentralorgan des orthodoxen Judentums, warb er mit seinen prachtvollen Lokalitäten, warb mit vorzüglichen Fremdenzimmern, mit besten Referenzen, mit der Übernahme von Hochzeiten und mit Hausdienern zu allen Zügen. Insbesondere aber warb er auch mit einer koscheren Küche. Im August 1900 annoncierte er über das Hotel und Restaurant Sander, das sich in Coburg in der Badergasse 7 befand, 5 Minuten vom Bahnhof hinweg, wie es heißt: meiner geehrten Kundschaft die ergebene Mitteilung, dass ich das von meinem Vater, Herrn Moritz Sander, seither betriebene Hotelrestaurant übernommen habe und bitte um gütigste weitere Unterstützung meines Unternehmens. Achtungsvoll, Julius Sander und Frau, geborene Heinz Furter. Die Familie Sander war für ihre Gastfreundschaft bekannt, nicht nur in Coburg, sondern weit über die Grenzen des Coburger Landes hinaus. Im thüringischen Kurort Bad Liebenstein betrieben sie ein weiteres Hotelpensionat mit einem Gaststättenbetrieb. Und auch hier hoben sie besonders hervor, dass man koscher essen konnte, eine koschere Küche existierte unter streng ritueller Aufsicht. Was aber bedeutet koscher in diesem Zusammenhang? Was koscher ist, das muss man riechen und schmecken. Geht es doch bei der koscheren Küche um die richtige Herstellung und Zubereitung von Speisen. Koscher heißt da nichts anderes als den Vorschriften entsprechend. Wir wissen nicht, was im Restaurant Sander auf der Speisekarte stand. In Coburg sicherlich Braten mit Klößen. Ein Braten vom Rind, der langsam geschmort wird. Dieses Gericht war bei Juden in Europa weit verbreitet. Ich habe Ihnen einen solchen Braten einmal mitgebracht. Das Rindfleisch wird mit Knoblauch und Zwiebeln angebraten und über Nacht im Backofen bei niedriger Hitze geschmort. Worauf also mussten Köchinnen und Köche achten, damit ein Gericht den jüdischen Vorschriften entsprechend und als koscheres Gericht verzehrt werden konnte? Das erste ist, in unserem Gericht finden wir keine Sahne oder Milch. Das kommt von der biblischen Vorschrift her, man soll das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. So haben wir Gerichte entweder auf milchiger oder fleischiger Basis. Beides zusammen geht nicht. Und das zweite, wie es bei den Muslimen kein Schweinefleisch gibt, so auch bei den Juden. Und darüber hinaus auch kein rohes Fleisch, denn der Blutgenuss ist Juden strengstens verboten. Gegessen werden darf das Fleisch von Wiederkäuern, die 4 Füße und gespaltene Hufe haben, wie zum Beispiel auch Ziege oder Schaf. Es dürfen auch Vögel gegessen werden, die Federn haben und fliegen können. Obst, Gemüse darf zu jeder Mahlzeit gereicht werden, so viel man möchte. Ebenso jederlei Gewürze. Das ist aber kompliziert, werden Sie denken. Bei all den Vorschriften geht es doch darum, dass man richtig und gut genießen kann. Denn das gehört zur jüdischen Lebensweise und Lebensfreude. Bei all den Fast-Food-Produkten und industriellen Fertiggerichten vergessen wir oft, dass unser Körper nicht vergisst, was wir essen. Bei den Speisevorschriften der Kaschrut, wie sie genannt werden, geht es vor allem um 2 Dinge. Zum einen, dass unser Körper gut genährt und gekräftigt wird durch das, was wir zu uns nehmen. Und zum zweiten, dass wir durch das, was wir essen, auch spirituelle Reinheit von Körper, Geist und Seele erlangen. Ein altes Sprichwort sagt: man isst, was man isst.
Guten Appetit. Eine Kathedrale des Handels für ein Volk aus Kunden. So bezeichnete der französische Schriftsteller Émile Zola das Paradies der Damen, ein fiktives Kaufhaus in seinem gleichnamigen Roman von 1883. Als Vorbild diente ihm dabei das erste Kaufhaus der Welt, das bereits 30 Jahre vorher in Paris entstanden war. Anders als bisher üblich wurden hier die Waren frei präsentiert. Kunstvoll dekorierte Schaufenster, die dank der modernen Erfindung des elektrischen Lichts hell erleuchtet waren, lockten die Kunden vor und auch in die Geschäfte. Die Gebäude selbst waren architektonische Meisterwerke der damaligen Zeit aus Glas und Eisen. Von Paris aus traten die Konsumtempel ihren Siegeszug um die Welt an. So entstand in London Harrods, in New York Macy's und in Berlin das Kaufhaus des Westens, das KaDeWe. In Deutschland waren es vor allem jüdische Familien, die Familie Wertheim, die Familie Tietz, die den Grundstein für die Kaufhauskultur legten. Im Jahr 1903 erreichte der Trend auch Coburg. In der Spitalgasse 19 entstand das erste Kaufhaus Coburgs unter der Leitung von Max Frank und Adolf Friedländer. Die beiden waren Verwandte von Moses Konitzer, der mit seinen Söhnen Nathan, Alex und Hermann im westpreußischen Marienwerder zunächst ein Manufaktur- und Kurzwarengeschäft eröffnete, das sich dann aber schnell zum Großkonzern M. Konitzer und Söhne entwickelte, mit insgesamt 22 Filialen in Nord- und Ostdeutschland. Eines davon befand sich hier in Coburg. 5 Jahre nach der Übernahme durch Konitzer entstand hier in der Spitalgasse 19 ein beeindruckender Neubau nach Bauplänen des Stadtbaurates Max Böhme. Inspirieren ließ er sich dabei vom Kaufhaus Tietz in Berlin, das wenige Jahre zuvor am Alexanderplatz eröffnet worden war. Von der einstmaligen Pracht im Inneren der Spitalgasse 19 ist heute leider nichts mehr erhalten. Nur ein paar Aufnahmen aus dem Kaufhaus Brand, welches 1948 die Räumlichkeiten übernahm, geben uns einen kleinen Einblick. Ursprünglich befanden sich hier 4 Verkaufsetagen, die über einen Fahrstuhl, für das damalige Coburg eine absolute Sensation, erreicht werden konnten. In das erste Obergeschoss konnte man auch über eine elegant geschwungene Treppe an der Rückseite gelangen. Galerien liefen um den großzügigen Lichthof, der von einer mehrfarbigen Glasdecke überspannt war. Der perfekte Ort, um hier 1925 die erste Modenschau Coburgs zu veranstalten. Auch das Konitzer lockte die Kundschaft mit kreativen Schaufensterdekorationen an und zur Weihnachtszeit erstrahlt ein Christbaum an der Fassade des Hauses und erleuchtete weite Teile der Spitalgasse. Von außen präsentiert sich das ehemalige Kaufhaus Konitzer auch nach über 100 Jahren noch fast unverändert. So sehen wir die Metallverkleidung im Erdgeschoss mit ihren Pilastern, die ganz rechts und ganz links mit Darstellungen von Bienen und Bienenkörben verziert sind. Ein Ausdruck für Erfolg durch Fleiß. Wenn wir den Pilastern nach ganz oben folgen, die Sandsteinfassade der Obergeschosse entlang, sehen wir auch heute noch die Initialen des Firmengründers M und C. Wir stehen hier vor dem Wohnhaus von Dr. Moritz Kramer, Mohrenstraße 9a, 9b. Moritz Kramer war beispielhaft für einen integrierten Bürger jüdischen Glaubens in Coburg zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches. Er war Arzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und ab dem Ersten Weltkrieg ist er auch registriert als Facharzt für Psychotherapie. Zu einem bürgerlichen Dasein gehörte auch gutes Wohnen. Dieses Haus hier war eine sehr feine Adresse in Coburg. Erbaut im Stile des historisierenden Jugendstils,
Was heißt das? Historisierend. Das heißt also, es ist von allem etwas da. Also wir haben gotische Fenster, wir haben hier unten in dem Balkonvorbau englischen Tudor-Stil, wir haben obendrauf dann typisch deutsche Renaissance, dieser hohe Giebel, diese Schmuckelemente, Jugendstil dabei. Erbaut wurde es von einem bekannten Architekten in Coburg, Otto Leais. Den Coburgern ist es bekannt, andere Jugendstilgebäude, wie zum Beispiel das Sonnenhaus in der Alexandrinstraße. Es war nun so, dass Dr. Kramer jetzt dieses Haus nicht besaß, aber er hatte hier eben eine sehr schöne Wohnung mit Festeblick. Festeblick, das gehört in Coburg eben auch immer wieder dazu. Jetzt zur Zeit des Kaiserreiches. Also ich sprach vorhin, gut integriert Kaiserreich. Ein entscheidender Schritt zur Integration der Bürger jüdischen Glaubens in Coburg war die Anerkennung einer eigenen Gemeinde. Das heißt, 1873 wurde eine Gemeinde gegründet. Die Stadt stellte auch eine Synagoge zur Verfügung, eine Kirche, eine ehemalige katholische Kirche, die leer stand, und sie konnten sie umsonst nutzen. Und wenn ich sage entscheidender Schritt, da gibt es ein schönes Dokument aus der Allgemeinen Zeitung des Judentums von 1875, wo dieses Verhältnis zwischen Juden und Bürgern sehr gut herauskommt. Ich lese mal eine kurze Passage aus diesem Artikel vor. Unsere anmutige Residenz wird die Perle Thüringens genannt. Und Thüringen wiederum ist eine Perle in der reichen Krone des deutschen Vaterlandes. Vor kurzem wurde zum ersten Mal die jüdische Gemeinde Coburgs der öffentlichen Aufmerksamkeit gewürdigt, weil der hiesige Magistrat jener eine kleine katholische Kirche zum gottesdienstlichen Gebrauch kostenlos überließ. Hervorzuheben ist bei diesem Text vor allem so dieses Element der Gegenseitigkeit. Auf der einen Seite, die Juden teilen jetzt auch den Landes- und Staatspatriotismus. Auf der anderen Seite wird eben jetzt von den Einheimischen eben Anerkennung entgegengebracht. Ob man jetzt in Coburg sagen kann, also es gibt ja das Wort von dem Kaiserreich als das goldene Zeitalter jetzt des Judentums in Deutschland. Es gibt den Antisemitismus, den aufkommenden Antisemitismus. Ich denke, es ist fragwürdig, aber ich denke, in Coburg kann man das schon so sagen, nach all dem, was wir wissen, dass es also doch ein relativ gutes und harmonisches Verhältnis war. Nur als Beispiel, während der Zeit des Ersten Weltkrieges war es absolut üblich, gegenseitige Gottesdienste zu besuchen zum Beispiel. Auch das ist ein Zeichen. Wenn wir also jetzt sprechen von Dr. Kramer als eben auch einen Vertreter des Kulturbürgertums, des sogenannten Bildungsbürgertums, da ist auch wichtig seine Gemäldesammlung. Also er war ein Kunstliebhaber, er hatte eine große Gemäldesammlung. 1905 wurde in Coburg das Stadtmuseum gegründet. Er hat das Stadtmuseum sehr gefördert, eben auch durch Gaben oder auch durch Geschenke. Und einige dieser Werke sind eben auch noch in den städtischen Sammlungen enthalten, wie zum Beispiel dieses Bild von Hugo Kreising. Das zweite, auch ein anderes Werk aus den städtischen Sammlungen, das ist schon etwas problematisch. Also ja, es ist eine Figurengruppe, die sieben Feinde Deutschlands im Weltkrieg, entstanden 1916 von einem Südtiroler Schnitzer. Naja, die sieben Feinde im Weltkrieg. Wir haben hier, das Bild zeigt es ja deutlich, diese Umkreisungsangst, die ja dann auch ein Kriegsgut war. Man muss sich eben gegen diese Feinde wehren. Also das ist ein Stück Kriegspropaganda. Und allein, wenn Kramer diese Kriegspropaganda erwirbt, sie den städtischen Sammlungen zur Verfügung stellt, das zeigt ja auch wieder so seine patriotische Haltung. Ein weiterer Beleg für Kramers Kulturbewusstsein war seine sehr umfangreiche Bibliothek. Also das heißt, wir hatten vorhin Kramer charakterisiert, auch ein Vertreter eben so einer patriotischen Grundhaltung. Auch die Bibliothek zeigt seine Weltoffenheit. Das war ein Weltbürger, das war eine kulturelle Offenheit. Aber es hat ihm eben auch nichts genutzt. 1941 wurde er deportiert und wir wissen, dass er 1941 noch im gleichen Jahr in Riga von den Nazis ermordet wurde. Ich kenne nur noch Deutsche, sagte Kaiser Wilhelm II. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Die deutschen Juden, die bis dahin oftmals als Bürger zweiter Klasse behandelt worden waren, nahmen ihn beim Wort. Sie glaubten, ihren Patriotismus unter Beweis stellen zu müssen und hofften auf ihre Integration.
So appellierte der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. An die deutschen Juden. In schicksalsernster Stunde ruft das Vaterland seine Söhne unter die Fahnen. Dass jeder deutsche Jude zu den Opfern an Gut und Blut bereit ist, die die Pflicht erheischt, ist selbstverständlich. Glaubensgenossen, wir rufen euch auf, über das Maß der Pflicht hinaus eure Kräfte dem Vaterland zu widmen. Eilet freiwillig zu den Fahnen, ihr alle Männer und Frauen, stellet euch durch persönliche Hilfeleistung jeder Art und durch Hergabe von Geld und Gut in den Dienst des Vaterlandes. Tatsächlich kämpften rund 85.000 deutsche Juden im Ersten Weltkrieg, unter ihnen auch viele Coburger. Fünf von ihnen wollen wir beispielhaft vorstellen. Hermann Hirsch, der 1914 die Stelle des Predigers der israelitischen Kultusgemeinde Coburg übernimmt, wird im Januar 1915 zum Kriegsdienst einberufen und als Feldprediger für jüdische Soldaten eingesetzt. 1916 ist er mit seiner Einheit im Agonnenwald und hält jeden Monat einen Gottesdienst in einer Freilichtsynagoge ab. Im Oktober 1916 berichtet das israelitische Familienblatt. Eine Synagoge im Freien gehörte doch bisher zu den großen Seltenheiten. Den Himmel über sich, in freier Natur, wo Gott so deutlich zu uns spricht und mitten darin die Stimme der Betenden und das Wort der Bibel. Das ist echte, alte, religiöse Poesie, wie sie nur die Sprache der Psalmen zu schildern vermag. Auch die Coburger Brüder Leo und Heinrich Zeilberger, die im Steinweg 16 ein Modehaus betrieben, dienen als Soldaten im Ersten Weltkrieg. Leo ist auf diesem Foto ganz vorne rechts in Uniform zu sehen. Nach seiner Rückkehr übernimmt er das Amt des Ortsvorsitzenden der Coburger Sektion des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. Sein Ziel ist es, deutlich zu machen, dass auch die Juden für das Vaterland gekämpft und ihr Leben gelassen hatten. Sein Bruder Heinrich Zeilberger wird für seinen Einsatz mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse und dem Verwundetenabzeichen ausgezeichnet. Die Coburger Brüder Dr. Moritz und Dr. Martin Bär, von Beruf Rechtsanwalt und Notar, nehmen als Offiziere am Krieg teil. Moritz Bär, der auf dem Foto links abgebildet ist, wird für seinen Einsatz mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet, erhält das Verwundetenabzeichen und einen Orden des Herzogtums Coburg. Auch Martin Bär, auf dem Foto rechts zu sehen, wird im Laufe des Krieges mehrfach verwundet und ausgezeichnet. Der Gedenkstein erinnert an die 7 gefallenen Coburger Juden. Moritz Weinberg, Julius Ehrlich, Moritz Elsbach, Ludwig Seligmann, Dedo Kramer, Alfred Schloss und Arthur Frankenberg. Auch das Gedenkbuch der Stadt Coburg für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges erinnert an die gefallenen Coburger Juden. An Arthur Frankenberg, der im Mai 1917 in der Nähe von Cambrai im Alter von 26 Jahren starb, wird sogar mit einer Fotografie gedacht. Insgesamt fielen rund 12.000 deutsche Juden an den Fronten des Ersten Weltkrieges. Dennoch wurden sie häufig zu Sündenböcken für den verlorenen Krieg gemacht. Sie seien häufig vom Kriegsdienst befreit gewesen, hätten sich dem Dienst am Vaterlande entzogen und auf diese Art und Weise zur Kriegsniederlage beigetragen, so das antisemitische Narrativ. Dagegen wehrte sich der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, dem in Coburg Leo Zeilberger vorsaß. Er appellierte auf einem Plakat aus dem Jahr 1920 an das Gewissen der deutschen Mütter. Ihre Söhne, so die Aussage, seien gemeinsam mit ihren jüdischen Kameraden gefallen und in, wie es hieß, fremder Erde bestattet. Duldet es nicht, so der abschließende Appell, dass blindwütiger Parteihass den Schmerz der jüdischen Mutter verhöhnt und die Gräber der Toten verspottet. Ich habe Ihnen den Gedenkstein für die jüdischen Gefallenen des Ersten Weltkrieges vorgestellt. Später erfahren wir noch mehr zum jüdischen Friedhof. Wir sind hier in der Ketchengasse vor dem Gebäude einer ehemaligen Fleisch- und Wurstfabrik. Das hängt zusammen mit Abraham Friedmann, einem 1873 im heutigen Landkreis Coburg in Autenhausen geborenen
Viehhändler, der 1902 hier nach Coburg kam und mit seinem Geschäft hier im städtischen Milieu weitermachte. Während des Ersten Weltkrieges, als die Fleischlieferungen immer knapper wurden, wurde er der Haupthändler der herzoglich coburgischen Landesviehstelle und hat sehr, sehr erfolgreich die Bevölkerung von Stadt und Land Coburg während des Krieges eben mit Fleisch versorgt. Während des Ersten Weltkrieges 1916 geriet die Firma Grossmann in finanzielle Schwierigkeiten und Abraham Friedmann gewährte der Firma ein Darlehen, damit sie überleben konnte. Auch diese Landesviehstelle wurde hier in dem Gebäude hinter mir untergebracht. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte die Firma dieses Darlehen an Abraham Friedmann nicht zurückzahlen. Daher wurde er 1921 Teilhaber und 1922 wurde er Hauptaktionär und alleiniger Vorstand dieser zur Aktiengesellschaft umgewandelten Firma, die er bis in die 1930er Jahre geführt hat. Diese Grossmann AG war bekannt als Coburger Schinkenhaus für diese Spezialität der Schinkenproduktion und des Schinkenverkaufs. Abraham Friedmann, obwohl jüdischen Glaubens, hat nicht koscheren Schweineschinken verkauft und das zeigt, dass er sich perfekt in das Coburger Wirtschaftsleben integriert hat. Normalerweise haben jüdische Viehhändler keine Schweine verkauft, sondern nur Rinder und Pferde. Wir laufen jetzt durchs Ketschentor in die Ketschendorfer Straße zum Haus Nummer 2, dem ehemaligen Wohnhaus von Abraham Friedmann. Noch während des Ersten Weltkrieges im September 1918 konnte sich Abraham Friedmann dieses Haus kaufen. Er verdiente recht gut. Im privaten Bereich blieb er in der jüdischen Gesellschaft. Das zeigt sich unter anderem daran, dass seine beiden Töchter, Senta und Bertha, zwei jüdische Rechtsanwälte geheiratet haben, Dr. Martin Friedenreich und Dr. Max Landauer. Wir gehen hier die Alexandrinenstraße entlang des Rosengartens zum Haus Nummer 14, in dem David Löwenherz, bis er gestorben ist, 1918 gelebt hat. David Löwenherz war Holzhändler in Eisfeld, einer Kleinstadt etwa 30 Kilometer nördlich von Coburg im südlichen Thüringen. Gewohnt hat er seit 1914 hier in Coburg. Den Wohnort ausgesucht hat er sich wegen des weichen Standortsfaktors Kultur, der hier in Coburg eine erhebliche Rolle gespielt hat mit dem Theater und mit einer vielfältigen Musikszene. In Eisfeld hatte er die Erinnerung an den Schriftsteller Otto Ludwig massiv gefördert. Hier war er Vorsitzender des Literaturvereins, den er auch mit gegründet hat. Der Kauf dieses Hauses mag auch zusammenhängen mit seiner Kunstbeflissenheit. Man sieht in der Fassade Hinweise auf die Opern Richard Wagners. Und Richard Wagner hat hier in Coburg insofern eine wichtige Rolle gespielt, als das Theatermaleratelier Brückner seit dem späten 19. Jahrhundert die Wagner-Opern in Bayreuth mit für die damalige Zeit höchst modernen szenischen Bühneninstallationen ausgestattet hat. Also auch hier
sieht man diese Verbindung. Der Cousin von David Löwenherz, Richard, war ebenso kunstsinnig. Er war Vorsitzender des Vereins der Musikfreunde, der unter anderem 1931 ein Konzert hier in Coburg mit den Comedian Harmonists organisiert hat. Richard Löwenherz war sozusagen vollkommen in der säkularen Welt angekommen. Er war sehr technikaffin, hatte vor dem Ersten Weltkrieg eins der ersten Automobile hier in Coburg und hat hier auch eine Möbelfabrik errichtet in der Stadt. Und Zeichen für sein säkulares Weltbild ist auch, dass er sich vom jüdischen Glauben getrennt hat. Diese beiden Familien, Friedmann und Löwenherz, sind herausragende Beispiele für die Entwicklung jüdischer Händler, jüdischer Kaufleute, die aus ihrem ländlichen Milieu in der Stadt sich im industriellen Bereich engagiert haben und damit eben auch diesen wichtigen Schritt vom ländlichen Handel eben in die industrialisierte Welt eben mitgemacht haben. David Löwenherz war wohl das Mitglied der jüdischen Gemeinde, das den kürzesten Weg in die Synagoge hatte, wenn es zum Schabbat, zum Gottesdienst ging. Gleich unterhalb seines Grundstücks auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist die Nikolauskapelle, eine kleine spätmittelalterliche Kirche, die um 1900 die Synagoge war. Wenn wir über den Marktplatz laufen, kommen wir in eine der Coburger Einkaufsgassen, die Spitalgasse. Und in der Spitalgasse ist ein Haus, was sicher jeder von Ihnen kennt, Spitalgasse Nummer 3. Es wurde 1511 erbaut und erhielt seitdem einige Umgestaltungen, die letzte 1996. Das Haus ist besonders wichtig, denn es ist das Wohnhaus eines jüdischen Arztes gewesen im 20. Jahrhundert von Ludwig Morgenthau. Er wurde am 23. März 1877 in Hüttenbach im Landkreis Nürnberg geboren. Er studierte Medizin und promovierte 1900 in der Chirurgie. Seit 1902 wohnte er in Coburg mit seiner Frau Frieda Bachmann in eben diesem Haus hinter mir. Sein Sohn Hans-Joachim Morgenthau wurde 2 Jahre später am 17. Februar 1904 in Coburg geboren. Er studierte Philosophie und Jura in Frankfurt am Main. Anschließend promovierte er im Völkerrecht. Er gilt als einer der herausragenden Politikwissenschaftler, deswegen wohl auch einer der bekanntesten Coburger Juden. 1937 emigrierte Hans-Joachim Morgenthau in die USA. Dort erhielt er vielen Ehrendoktortitel. Die Bundesrepublik Deutschland verlieh ihm 1975 das Große Verdienstkreuz. Hans-Joachim Morgenthau starb am 19. Juli 1980 in New York. Ein weiterer bekannter jüdischer Arzt ist Franz Kolmers. Er wurde 1875 in Charlottenburg geboren und lebte im 20. Jahrhundert in der Ketschendorfer Straße 35 in Coburg unterhalb des heutigen Krankenhauses. Kolmers studierte Medizin in Berlin und Erlangen und legte seinen Schwerpunkt auf die Traumatologie und Kriegschirurgie. Ab 1909 war er aufgrund seiner herausragenden Qualifikation der Leiter des Coburger Landkrankenhauses. Vor 100 Jahren traf er auf den mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Schriftsteller Thomas Mann in Coburg. Thomas Mann kam auf Einladung der Coburger Gesellschaft für Literatur und Musik am 12. Februar 1921 zu einer Lesung nach Coburg und übernachtete während seines Aufenthalts bei Dr. Franz Kolmers. Über seinen Besuch in Coburg schreibt Thomas Mann einige Zeilen in seinem Tagebuch. Ich reiste am 11. nach Coburg von Lichtenfels per Auto, abgeholt von Geheimrat Kolmers und Frau, bei denen ich wohnte. Am nächsten Morgen Besuch des Krankenhauses, weißer Ärztekittel, 2 Kropfoperationen, großer Eindruck. Franz Kolmers führte also Thomas Mann durch das Krankenhaus und ermöglichte ihm sogar die Teilnahme an 2 Operationen. Dies nutzte der Schriftsteller möglicherweise
für die Recherche zu seinem Buch Der Zauberberg. 1924 gab Franz Kolmers den Posten der Coburger Klinik auf und eröffnete in München 1925 eine Privatpraxis. 1938 emigrierte er in die USA und starb am 12. April 1960 in Stanford. Noch heute leben seine Nachkommen in den USA. Sein Enkel John Kolmers sendete uns dankenswerterweise ein Bild des Führerscheins seines Großvaters zu. Der Führerschein wurde 1913 in Coburg ausgestellt und auf dem Führerschein können Sie Dr. Franz Kolmers Bild und seine Unterschrift erkennen. Wir sind hier auf unserem Stadtrundgang in der Hohenstraße Nummer 30 angekommen. 1874 wurde hier auf einem parkähnlichen Gelände eine repräsentative Villa erbaut. Im Jahre 1917 erwarb Bertha Hirsch dieses Anwesen. Bertha Hirsch war die Ehefrau des Predigers Hermann Hirsch, des Leiters der israelitischen Kultusgemeinde hier in Coburg. Hermann Hirsch trat 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die Stelle des Predigers in Coburg an. Bereits kurze Zeit später, im Januar 1915, wurde er in den Weltkrieg einberufen. Dort war er als Feldprediger tätig. Nach seiner Kriegsrückkehr 1917 konnte sich die Familie Hirsch ihren lang ersehnten Traum erfüllen. Die Gründung des Internats Prediger Hirsch. Sie wollten vor allen Dingen jüdischen Schülern eine Bleibe geben, die in Coburg weiterführende Schulen besuchten. Dieses Foto, aufgenommen von der Tochter von Hermann Hirsch, zeigt das Ehepaar auf der Terrasse der Villa Hohenstraße 30, mit Schülern ihres Instituts. Allein das Umfeld, die Villa, die Kleidung der Schüler, das lässt genau den Charakter eines gehobenen Privatinstituts erkennen. Dieses Internat Hirsch entwickelte sich in den 20er Jahren zu einer der angesehensten jüdischen Bildungseinrichtungen im ganzen Deutschen Reich. Neben der Leitung des Institutes war Hermann Hirsch auch im Auftrag des Bayerischen Staates auch an anderen Coburger Schulen mit dem Religionsunterricht beauftragt. Er sah sich als Vertreter eines liberalen Judentums und wurde wegen seiner öffentlichen Tätigkeiten, beispielsweise als Journalist oder auch als Mitglied des Jugendamts und auch Wohlfahrtsausschusses, sehr geachtet. Über sich sagte Hermann Hirsch später einmal: Ich bin doch selbst Deutscher und setze mich in allen Belangen für Coburg und seine Bürger ein. Als Folge des Ausschlusses von jüdischen Kindern von öffentlichen Schulen nach 1933 war Hermann Hirsch gezwungen, sein Institut neu zu strukturieren. Dieses Foto aus den 30er Jahren zeigt die vollkommene Veränderung der Schule, die sie nach 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten erfahren hat. Man sieht es allein schon an der Zusammensetzung der Schülerschaft. Es ist gemischt, also nicht mehr ein reines Knabeninstitut mit Knaben aus feinem Hause, mit Schlips und Kragen, sondern eine gemischte Schülerschaft, auch verschiedene Altersgruppen sind dabei. Es hat eben damit zu tun, dass 1935 Hermann Hirsch eine höhere Schule, die er gründen wollte, verweigert wurde von den Nationalsozialisten und er eben dafür eine Volksschule eröffnete, die allen Schülern eben jetzt offen stand, auch mit Schülern, die also die Schulgeld nicht bezahlen konnten, die wurden eben auch umsonst an dieser Schule aufgenommen. Dieser soziale, auf das praktische Leben gerichtete Bildungszweck der Schule zeigt sich auch in einer Neugestaltung der Unterrichtsziele, nämlich der Werkunterricht spielt jetzt eine ausgezeichnete oder eine vornehmliche Rolle. Die Schüler wurden auf ein neues Leben in Palästina vorbereitet. Hermann Hirsch als Schulleiter war hier sehr weitblickend. Er sah ganz deutlich, seine Schüler hatten in Deutschland keine Chance mehr. Und deswegen diese Vorbereitung auf ein neues Leben. Und er hat damit sehr viel, und es lässt sich nachweisen in Biografien, Schülern eine neue Lebenschance gegeben. Die Villa Hohe Straße Nummer 30 diente weiterhin als Internat. Und die Diele
als Betsaal für die jüdische Gemeinde. Der eigentliche Schulunterricht wurde nun in das Haus Nummer 16 verlagert. Dieser war durch den Garten über eine steinerne Treppe zu erreichen. Die Ereignisse des Jahres 1938 veranlassten die Familie Hirsch, ihren Traum von einer modernen und freien jüdischen Schule in Coburg aufzugeben. Sie verließen Deutschland 1939 und wanderten nach Palästina aus. Dort unternahmen sie mit ungebrochenem Lebensmut wieder die Leitung eines Landschulheimes. Aber die Geschehnisse der Vergangenheit blieben für Hermann Hirsch nicht ohne Folgen. Er verstarb bereits im Januar 1942 an den Folgen einer Lungenentzündung. Der jüdische Friedhof auf dem Glockenberg ist recht jung, wenn man ihn mit den Friedhöfen in den Landgemeinden vergleicht, zum Beispiel Untermerzbach, Autenhausen oder Memmelsdorf. Das liegt daran, dass sich in Coburg erst im Jahr 1873 unter Herzog Ernst II. Wieder eine israelitische Kultusgemeinde gründen durfte. Der Coburger Magistrat verhielt sich dabei ablehnend, konnte sich aber gegen den Herzog nicht durchsetzen. Auch die Lage des Areals war umstritten, wenngleich es zur damaligen Zeit noch weit entfernt von den christlichen Begräbnisstätten lag, die sich im unteren Bereich des Geländes und jenseits der Straße rund um das herzogliche Mausoleum befanden. Wenn man den Friedhof betritt, fällt der Blick sofort auf das Ehrenmal für die jüdischen Opfer des Ersten Weltkrieges. Nur einer der 7 Gefallenen konnte hier tatsächlich beerdigt werden, Arthur Frankenberg. Der jüdische Friedhof gliedert sich in 2 Bereiche. Dieses hier ist der ältere Teil. Hier im südlichen Bereich sehen wir die jüngeren Gräber. Insgesamt befinden sich auf diesem Friedhof rund 200 Grabstätten. Dies gibt Aufschluss über die enorm positive Entwicklung und Größe der jüdischen Gemeinde in Coburg innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeit. Es gibt gravierende Unterschiede zwischen jüdischen und christlichen Friedhöfen. Für alle Gräber gilt hier eine unbeschränkte Belegungsdauer. Sie werden niemals aufgelassen oder neu belegt. Den Verstorbenen gehört sozusagen ihr Grabplatz. Jüdische Friedhöfe sind traditionellerweise nach Osten ausgerichtet. Die Grabstellen weisen nach Jerusalem, nach jenem Ort, nach dem sich die Toten nach der Auferstehung begeben sollten. Die Unversehrtheit der Grabanlage ist daher ein wesentlicher Aspekt und Feuerbestattungen sind deshalb die Ausnahme. Unüblich, aber nicht verboten, ist Blumenschmuck auf den Gräbern. Jedoch werden von den Besuchern eher Steine abgelegt, die an die Gräber in der Wüste erinnern sollen. Die erste Beerdigung fand 1874 statt. Louis Benari stammte aus Hildburghausen. Er war Gründungsmitglied der israelitischen Gemeinde ein Jahr zuvor. Der Grabstein ist aus Sandstein. Das war damals typisch. Daher ist die Verwitterung bereits fortgeschritten. Hier ein Beispiel für große und beeindruckende Grabanlagen. Freiherr Jakob und Freifrau Ernestine von Meyer mit ihrem Familienwappen. Davor das Grabmal des jung verstorbenen Sohnes Max mit seinem Bildnis. Das ist ungewöhnlich für einen jüdischen Friedhof. Über die Familie von Meyer wurde bereits im Beitrag über das Schloss Ketschendorf berichtet. Die Mitglieder der Familie Löwenherz waren äußerst erfolgreiche Unternehmer, kulturell interessiert und engagiert. Über sie wurde auch bereits im Beitrag über die Villa Löwenherz in der Ketschendorfer Straße berichtet. Dies ist die Sektion der Kindergräber, ein besonders berührender Bereich des Friedhofs. Interessant sind die Symbole auf jüdischen Grabsteinen. Dieser Verstorbene gehörte dem Stamme Levi an. Leviten hatten die Aufgabe, während des Tempeldienstes den Priestern, den Kohanim, vor dem Segen die Hände zu waschen, daher die Kanne. Erhobene und segnende Hände sind ein Zeichen für Angehörige des Geschlechts der Priester, die Kohen oder Kohanim. Dieses Amt kann nicht erworben werden, sondern es wird vom Vater zum Sohn weitervererbt. Hier sieht man ein Schofar, ein Widderhorn. Das Schofar wird an bestimmten Feiertagen, zum Beispiel am jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah und am Ende des Versöhnungstages Yom Kippur geblasen
und es war ein Ehrenamt für denjenigen, der diese Aufgabe übernehmen durfte. Auf manchen Grabsteinen erkennt man Mohnblüten oder Mohnkapseln. Sie symbolisieren einen langen Schlaf. Auf sehr alten Grabsteinen findet man meist Inschriften in deutscher Sprache oder in hebräischer. Diese loben den Verstorbenen und erklären ihren Stand innerhalb der Familie. Diese Tradition hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Auf jüngeren Grabsteinen sieht man häufig nur noch die Zeichen für "Hier ruht" und "Seine oder ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens". Ein jüdischer Friedhof wird auch Bet Olam genannt, Haus der Ewigkeit. Er speichert die Erinnerung an Menschen, er ist eine Bibliothek des Lebens. Der jüdische Friedhof ist das einzige Element der jüdischen Gemeinde Coburgs, das den Nationalsozialismus überlebt hat. Die letzte Bestattung einer Coburger Jüdin fand im Jahr 1988 statt. Nun zum Abschluss unseres Spaziergangs noch ein paar Worte. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Sie in Jubel ausbrechen oder ein Halleluja anstimmen. Wir hoffen aber, dass Sie nicht geschlaucht sind und inzwischen auch nicht zur Meinung gelangt sind, dass Coburg ein Kaff ist. Wir hoffen natürlich auch, dass Sie jetzt nicht der Meinung sind, dass wir Meschugge sind mit unserer Idee, Sie per Film durch die Stadt Coburg zu den Orten jüdischen Lebens zu führen. Vielleicht sind Sie ja sogar der Meinung, Sie hatten Muscle, als Sie unseren filmischen Spaziergang im Netz ausbaldowert haben. Damit möchte ich Sie hinweisen auf einen ganz wichtigen Ort jüdischen Lebens, jüdischer Kultur, den Ort, an dem das heute noch weiterlebt, nämlich unsere Umgangssprache. Im Verlauf der frühen Neuzeit haben sich eine ganze Reihe von Lehnwörtern aus dem Jiddischen und aus dem Hebräischen in unserer Alltagssprache festgesetzt und leben dort bis heute. Wir laden Sie ein, weiter auf Entdeckungsreise zu gehen, anderswo in Deutschland oder eben auch in Ihrem eigenen Wortschatz, um diesen immateriellen Ort jüdischen Lebens, jüdischer Kultur weiter entdecken zu können. Viel Spaß!